Ich bin ganz ehrlich, meine Laune war schon besser. Es ist schon wieder so am Septembermorgen in der Früh 20 Grad, am Nachmittag über 31 Grad. Wir haben gestern Rekorde im Osten Österreichs geschlagen. Noch nie war es in 267 Jahren so heiß im September in Österreich. Also das ist alles außergewöhnlich. Und die Sommer sind wirklich gefährlicher und sie sind teurer geworden. In diesem Sommer hat ein Unwetter das andere gejagt. Kleine Überschwemmungen, Hagel, Murenabgänge, spektakulärste Murenabgänge. Denken zum Beispiel an St. Anton am Arlberg. Da hat man sich eigentlich geglaubt, man ist gerüstet. Nein, man war nicht gerüstet. Es war 35 Häuser wurden teils meterhoch vermurrt. Also, aber nicht nur das. Nicht nur die Unwetter, wo die schön nacheinander reingekommen sind, dazwischen auch das trockene Wetter und vor allem im Osten hat es gereicht zum Beispiel zu einem spektakulären Waldbrand in Gänserndorf, der ist jetzt gerade gelöscht wurde, und natürlich zu massiven Ernteausfällen. Das hat die Hagelversicherung gemeldet. Über 100 Millionen Euro kostet uns das. Ja? Also die Sommer in Summe, das ist nicht normal, das ist neu. Die sind gefährlicher geworden und sie sind teurer geworden. Ja, das sind sie. Wir müssen den Klimawandel stoppen.